Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Dieter Altermiller. Ich bin der Chefredakteur des Magazins Das Grüne Haus und daher sehr bemüht, Sie gesund zu halten, damit Sie weiterhin lesen, hören und schauen können. Dann davon lebt wieder ich recht gut und die Zeitung vor allem, ne, die lebt von Ihnen. Immer wenn ich nach Tirol fahre, meine Freunde in Hall, die Hochenex, zu besuchen, wobei die jetzt noch immer Milch sind eigentlich die meiste Zeit im Naturheilinstitut, aber sie sind schon beim Backen, sie dann schon alles übersiedeln, weil ab 1. November sind sie dann wiederum dort, wo alles begann an Wunderheilungen und wundersamen Geschehnissen. Für Sie habe ich natürlich jetzt einen Vorschlag. Mit dem Hand auflegen daheim, das funktioniert nicht. Sie können sich überall die Hände hinlegen, wo Sie wollen, aber das so richtig wird das nicht klappen. Da muss man schon einen sehr begabten Handaufleger haben, der die Energie hinüberbringt und immer auch vertraut. Und das ist so jemand wie der Dr. Leonhard Hochenegg war und es jetzt seine Söhne, zum Beispiel der Franz Josef oder die anderen Jünglinge sind. Vielfach wird auch unterstützend eben mit anderen Präparaten gearbeitet, zum Beispiel mit Tees. Und die werden von der Anna bzw. der Fatima Hochenegg in Hall schon die ganzen Jahre hindurch zusammengemixt und der Bedarf von den Leuten sehr gerne eingenommen. Und da habe ich jetzt für Sie auch einige Vorschläge. Wir beginnen heute einmal damit mit dem, was so viele Menschen ständig beschäftigt. Vor Weihnachten, nach Weihnachten, während der Fastenzeit, nach der Fastenzeit, vor dem Urlaub, nach dem Urlaub. Und das ist ihr Gewicht. Also ist ja unglaublich, das Einzige, was die Menschen sich wirklich immer wieder, oder die Frauen speziell natürlich auch, beschäftigt, das ist das Gewicht. Und es ist grundsätzlich ein Übergewicht. Und dagegen etwas zu unternehmen, ist eigentlich sehr schwer. Manche sind schon sehr glücklich, wenn sie 5 Kilo abgenommen haben. Nur ist 5 Kilo das, was man sofort wieder zunimmt. Sei es durch Trinken, sei es jetzt durch irgendein fröhliches, üppigeres Essen. Und das ist auch nicht das wirkliche Problem. Es geht um das, was die Ärzte nennen, Fettsucht. Und bei der Fettsucht, da ist schon dann ein krankhaftes Übergewicht. Also das ist etwas, was die Menschen einschränkt in ihrer Bewegung, was sie nicht so ganz mehr aktiv werden lässt. Und um das wollen wir uns heute ein bisschen kümmern. Und da hat der Dr. Hochenegg ein sehr nettes Büchlein geschrieben, zusammen mit der Frau Höhne. Und da sind eben die Rezepte und alles Mögliche angegeben, speziell auch für oder gegen die Fettsucht. Die Fettsucht kann bei uns als eine Zivilisationskrankheit angesehen werden. Ja, sie ist weit verbreitet, verbreitet ist ja dann auch der ganze Körper, ne? Und macht sich meist in mittleren Lebensjahren bemerkbar. Also die Älteren, die sind dann schon sehr übergewichtig meistens, aber die wollen das gar nicht mehr ändern, weil die fühlen sich zum Teil dann schon so wohl, weil es nichts anderes gewöhnt mehr sind. Aber im mittleren Jahr, da denkt man doch noch ein bisschen an die Figur, Bikini oder Badehose oder Beweglichkeit einfach. Man möchte ja dann rascher zum Beispiel von einem Lokal zum anderen unterwegs sein können. Bei einem Übergewicht von 20 Kilogramm wird im Allgemeinen bereits von Fettsucht gesprochen. Hier gibt es jedoch Unterschiede. Diese Angabe gilt zum Beispiel nicht mehr bei stark ausgebildeter Muskulatur. Also Sportler,
können ohne weiteres ein bisschen platt sein. Die haben starke Muskulatur, die sind gar nicht übergewichtig. Und andere wiederum, da greifen sie im Trieb und sagen, ich habe einen starken Knochenbau. Mein Gewicht ist ganz normal. Ja, wo soll ich mit meinen Knochen? Ja, die sind so stark, was ich für Knochen habe. Ich bin ja eigentlich nur ein Gerüst, also ein Knochengerüst. Die Fettsucht hat eine ebenso einfache wie unmittelbare Ursache. Die Kalorienzufuhr übersteigt ständig den Kalorienverbrauch. Das ist einleuchtend. Ne? Das kann organisch, aber auch seelisch bedingt sein. Also da haben wir jetzt diesen organischen Verbrauch oder Nichtverbrauch und dann seelisch, also dass die Seele ganz einfach sagt, ach, ich fühle mich nur in einem dicken Körper wohl, ich bin so, ein Blader ist mir lieber, der ist gemütlicher, ne? Ich bin eine gemütliche Seele, ne? Eine gutmütige, gute Seele. Nicht einfach. Psychische Faktoren, wie zum Beispiel nervöse Spannungen, Enttäuschungen oder auch Erziehungsfehler, in der Kindheit können sich in verstärkter Esslust ausdrücken. Also die Kinder, die haben dann schon so diese Belohnungsding, war es gut in der Schule, na, da hast du ein Stück Schokolade oder da hast du jetzt ein Mac, ne, so einen Burger und da gehen wir jetzt dann mal zur Wienerwald, auf ein Schnitzel, ne, Edelschnitzel. Ja. Also das ist der Belohnungseffekt dann bei den Kindern gar nicht gut. Selten hingegen sind endokrine Ursachen, wie etwa eine Unterfunktion der Schilddrüse, für die Fettsucht verantwortlich. Ebenfalls selten entsteht Übergewicht durch eine Störung des Appetitzentrums in der Tiefe des Gehirns. Also Appetit, man muss nicht unbedingt einen Appetit haben, um zu essen. Ne? Man isst halt, weil man gern isst. Ne? Appetit habe ich keinen, jetzt darf ich gern so einen Schweißbrot essen. Ne? Ohne Appetit. Ganz appetitlos. Bei fortgeschrittener Übergewichtigkeit kann das Fett innerhalb des Bauchraums auf das Zwerchfell drücken, die Atmung und gleichzeitig die Herztätigkeit lähmen. Es kommt erstaunlich oft zu plötzlichem Herzstillstand in relativ jungen Jahren. Weitere Folgen sind Zuckerkrankheit, Thrombosen, Krampfadern, offene Beine und erhöhter Blutdruck. Vor allem aber verkürzt Übergewicht die Lebensdauer. Ja, das ist schade, weil man dann natürlich auch Jahre verliert, wo man Essen gekämpft, nicht? Zum Beispiel. Und was da ja nicht steht, das ist, Fettsucht ist nicht rein die Sucht nach Fett, also das hat mit dem weniger Ding, sondern dass der Körper ununterbrochen Fettpölsterchen anlegt. Nicht? Das sind im Schlaf zum Beispiel, nicht? Und da tut schon wieder alles auspolstert werden. Und als wenn man aus dem Bett rausfallen würde. Ne? Das war so ein Ding, das sind so, ja, wie das, die Airbags, nicht? Beim Auto hat man dann so diese Fettbags. Nicht? Aber der gute Dr. Horenig hat dagegen auch ein paar Vorschläge, zum Beispiel so Tees zum Abnehmen. Am besten, Sie nehmen da einen Liter Wasser einmal her, dann den so, ja, dann das, den Liter dann heiß machen, nicht? Ganz heiß, und schütten dann da hinein, also mixen das Ganze durch, zum Beispiel mit 25 Gramm Anis, 15 Gramm Erdrauch, 15 Gramm Gottesgnadenkraut, 15 Gramm Löwenzahnwurzel, 15 Gramm Odemenning, 25 Gramm Schafgarbe, 25 Gramm Senfwurzel und 25 Gramm Süßholzwurzel. Und davon trinken Sie dann, wenn er schön ausgekühlt ist, also nicht mehr so heiß, 3-mal täglich eine Tasse. Also das ist dann so, eine ganze Tasse, ne, die haben wir eine kleinere Tasse. Das ist schon Hefer und mehr, was ich da habe, das ist aber, das ist auch gut. Mmh.
Also, den Grappa, die brauchen Sie nicht reingeben, ne? Aber schmeckt. Schmeckt gut, ja. Dann hätte ich hier Ihnen noch anzubieten einen Abnehmtee aus 55 Gramm Blasentank, 25 Gramm Blaukrautwurzel, 35 Gramm Evodia Fructus, 45 Gramm Spargelwurzel. Und das wird auch in diesen Liter Wasser dann hinein und dann ja, also aufgebrüht und dann, so wie man halt einen Tee macht, nicht? Dann abgeseiht und dann dreimal am Tag eine Tasse getrunken. Fragen wir jetzt nicht, was diesen Tee da, die 55 Gramm, die 15 Gramm und so, wo es die hergibt. Am besten ist Apotheke. Ja, und dann kannst du es aufteilen, dann nehmen sie überall vielleicht so ein Kilo, das ist auch nicht Ding, dann haben sie dann 5 Kilo zwar zum Heimschleppen, aber da kommt es dann ewig aus, da können sie dazwischen wieder zunehmen und dann wieder ab. Also das ganze Spiel kann sich dann wiederholen, sie haben den Dates aus, ne? Das kann auch nichts passieren sonst. Also lassen Sie sich mit dem Ganzen beschäftigen da und in die Apotheken gehen und das besorgen und das besorgen und dann haben Sie es vergessen, jetzt wieder in die Apotheken und dann nehmen Sie ab. Sehen Sie, das ist dann das Abnehmen, wenn Sie ständig beschäftigt sind mit dem Ganzen. Da habe ich wieder, in der Küche, da gewalmt es sowas, ich esse mein Depri da. Nicht? Also das ist die Beschäftigung dann und dann nimmt man ab. Und das Trinken unterstützt das Ganze natürlich, diese Tees unterdrücken, dann diese zunehmenden Fettbrüstechen, ne? Die bauen sie ab, ja, da verlieren sie dann und dann ja, lassen sie, wo die dann hinkommen, diese Fettbrüstechen, aber sind weg. Ne? Und haben dann Platz, damit sie wieder neue Fettbrüstechen zur gegebenen Zeit, also zum Beispiel über Weihnachten können sie wieder Fettbrüstechen, und dann tun sie diese Tees trinken. Ich verabschiede mich jetzt bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal findet dann das nächste Mal statt und dann werden wir uns mit einem neuen Thema wieder neu beschäftigen, was Dr. Hochreneck empfiehlt zur Unterstützung von irgendwelchen Therapien. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie mir zugehört haben und dass ich Sie auf diese Art und Weise einige Zeit hindurch belästigen durfte. Tschüss, auf Wiedersehen. Bye-bye.